Wer bestellt, der bezahlt. So die marktwirtschaftliche Regel des Bestellerprinzips, das am 1. Juni 2015 in Kraft getreten ist, erlaubte es die bisherige Regelung, dem Vermieter die Maklerkosten auf den Mieter abzuwälzen, zahlt jetzt der, der den Makler beauftragt. Er hat dagegen Klage eingereicht, Frank Bauer, Immobilienmakler aus Weingarten. Dabei geht es ihm aber nicht um die geringere Provision für Makler seit Einführung des Bestellerprinzips, sondern um die Schräglage auf dem Immobilienmarkt. Denn auch wenn das Gesetz die Mieter entlasten soll, scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Erst ganz allmählich scheinen die Mieter zu realisieren, was dieses Bestellerprinzip denn tatsächlich für sie bedeutet. Tatsächlich wird ja nach außen propagandiert, dass der Mieter uns nach wie vor bestellen kann als Makler, das heißt, dass er nach wie vor den Auftrag geben kann. Tatsächlich muss man es realistisch sehen, es gibt momentan für den Mieter quasi keine Möglichkeit, den Makler zu beauftragen. Weil der Makler wirtschaftlich keine Aufträge annehmen kann. Denn sollte der Mieter beauftragen, darf der Makler erst eine Rechnung stellen, wenn der Mieter tatsächlich eine Wohnung anmietet. Alle Wohnungen, die abgelehnt werden, darf der Makler keinem anderen Mieter mehr anbieten. Mit anderen Worten, zeigt der Makler einem Mieter 5 Wohnungen und er lehnt diese ab, darf der Makler diese 5 Wohnungen niemand anderem vermitteln. Und wenn der Vermieter nicht selbst vermittelt und den Makler beauftragt, zahlt er. Bestimmt dann aber auch, was er bekommt. Das heißt, dass Sie sagen natürlich ganz klar und klipp und klar, was Sie gerne haben möchten, was Sie nicht haben möchten. Und danach hat sich der Mieter als Auftragnehmer natürlich auch zu richten. Mehr und mehr fühlen sich auch die Vermieter verunsichert, auch durch die zeitgleiche Einführung der Mietpreisbremse. Und das hat Folgen für den Immobilienmarkt. Wir haben einen extrem hohen Anteil an Wohnungen, die wir verkaufen, die bisher in der Vermietung waren. Die Anzahl der vermieteten Wohnungen, die wir dieses Jahr abverkauft haben, dürfte um ein Vielfaches höher liegen als die Jahre zuvor. Und wir stellen ganz klar fest, dass viele Vermieter sagen, sie haben einfach keine Lust mehr und keinen Spaß mehr an der Vermietung. Tatsache ist, dass sehr, sehr viele Vermieter schlicht auf die Vermietung verzichten werden, ihre Wohnungen abverkaufen werden, noch weniger Leute in den privaten Wohnungsmarkt investieren werden, weil sie einfach sich zu stark gegängelt und zu stark bevormundet fühlen. Und das alles zusammen wird natürlich schlussendlich dazu führen, dass wir noch weniger Wohnungen haben. Bislang gilt das Gesetz nur bei der Vermietung von Immobilien, doch es soll verschärft werden. Genau der falsche Weg, wenn es nach Frank Bauer geht. Eine Patentlösung für die Problematik, die sich momentan am Mietwohnungsmarkt stellt, kann natürlich der Makler nicht liefern. Allerdings sind wir uns relativ sicher, dass wir eine Wohnungsknappheit und eine Mietpreisüberhöhung sicherlich nicht gesetzlich regeln können, sondern im Prinzip ist es wie bei jeder marktwirtschaftlichen Frage gleich. Das Angebot, die Nachfrage bestimmt den Preis und das ist unser ganz großes Problem. Wir haben kein Angebot und unser Angebot wird jeden Tag rückläufig, anstatt dass es zunimmt. Es gibt keine Förderprogramme für Mietwohnungsbau, es gibt so gut wie keinen sozialen Wohnungsbau momentan. Und ich denke, da liegt das Problem. Wir können die Preise nur regulieren, indem wir das Angebot erhöhen. Und da ist die Politik gefragt. Eine aktuelle Reaktion gab es. Die Verfassungsklage gegen das Bestellerprinzip wurde vom Verfassungsgericht abgelehnt. Für Frank Bauer ein enttäuschendes Urteil, denn seiner Meinung nach sind vor allem die sozial schwächeren Mieter am Ende die Verlierer.